Alte Männer im Park werden jetzt von uns angequatscht und zum Training verdonnert mit uns. Ja. Wir wissen ja, wie es ist, wenn das andersrum passiert. Deshalb mal wieder im Park von alten Männern angequatscht. Das habe ich lange verdrängt und hat auch viele Jahre gekostet, das vergessen zu lassen. Das hat mich durch die Uni gebracht, immerhin. Ja. jetzt haben wir hier schon da gewartet und es wird ein bisschen dunkel. Oh, da ist vielleicht der alte Mann auch gar nicht mehr dann da. Oh, gerade wollten wir hin. Simon hatte nützlicherweise auch noch. Oh, da ist er, da steht er. Komm, Foto. Ah, super. Mit R? Mit der LB? Oder was ist es? LB und RB. Sehr gut. Ich glaube, er hat ein schönes Foto gemacht. Er hat ihn markiert, da mit dem X. X marks the spot. Und jetzt werden wir... Ich kann die einfach nicht durch. Das ist nämlich gar nicht so geil. Das Loch einfach nicht. Werden wir mal Opa Jian Min fragen. What? Ob er eine Ahnung von den Wude hat. Wude, genau. Wir suchen die vier Wude. Wut. We'll talk later. Och komm. Stimmt, der will ja immer vorher kämpfen, bevor er quatscht. So, jetzt muss er eigentlich Schnitt so ins Gesicht, so jetzt sag. Fertig aus. Na gut, dann zeigen wir wieder, wo wir nichts gelernt haben, weil er uns genauso dann ausweicht immer die ganze Zeit. Oh, der war irgendwie schön. So ein aufsteigender Trittberger. Ja, das war so ein Rising Tackle. Ja, das war nicht schlecht. Ja. Aber du kannst ihn, so viel darf man spoilern, eh nicht besiegen. Nee. Er ist unbesiegbar. Eigentlich sollte er gegen die ganzen Endbosse antreten, weil niemand würde ihn besiegen können. Ja, das ist eh so ein Witz, dass nicht die ganzen Typen, die viel krasser sind, dass die nicht einfach ihn ausschalten. Ja. Und man quasi nur sagt, ey, hier, mach den nochmal kaputt. Stattdessen muss man immer über sich selbst hinauswachsen. Ja. What is that move? Oh. Vortex throw. As you fall back, you use your opponent's force to throw. So, you use the rotation to throw. Ein völlig neues Konzept für Innerhalb von 500 Jahren habe ich diesen Move nicht gelernt. Aber es ist ganz gut, dass, glaube ich, jetzt kann Jian Min den neuen Move entwickeln, den er uns dann beibringt. Und er macht aus unserem Move einen besseren. Oh, mein Ischias! What was that? The Iron Palm of Tai Chi. Die eiserne Palme? I want to know what the four Wudu are. The Wudu? What for? To see a man named Li Xiaotao. Follow me. Oh, jetzt, auch, wo wir hin. Jetzt geht's endlich los. So ist keiner da. Für diese Information musst du leider die Hose entfernen. Sie laufen aber original vom Baum zum Baum. Also es ist einfach einen dramatischen Meter gelaufen. Es ist so schlimm, dass ich alles, was ich über Martial Arts und Kung Fu weiß, von Shenmue gelernt habe. Das ist echt so. Und da ist so ein alten Jackie Chan Film, ja, wo sie um Reisbällchen kämpfen. Hm? Oder um einen Stuhl. Ja, der, ey, das ist, werde ich nie vergessen, die Szene. Super. Haben wir übrigens kürzlich vor dieser Aufnahme des Videos beim Kino Plus mit Schrott drüber gequatscht. Jackie ist 60 geworden kürzlich. Fuck. Ich habe letztens diesen Kampf gegen Jet Li gesehen, aus, wo er so den Drunken Master spielt. Bei Forbidden Kingdom. Ja, der Film ist ja nicht so geil. Aber dieser Kampf um diesen Stab, also der war schon ziemlich geil. Da fühlte man sich auch genau in die ganz frühen Jackie-Stuntfilme, wo sie immer um irgendwas sinnlos gekämpft haben, fühlte man sich erinnert. Ja. Ich habe jetzt natürlich gar nicht auf die Anweisung geachtet. Ach so, Entschuldigung. Ich habe dich voll gelabert. Er drückt nur noch Start, dann kriegst du die Hilfe. Achso. Okay, einfach nichts machen und nur hauen. Kung Fu, sie können nun Kung Fu. Das ist der Nachteil natürlich dann hier, wenn man nicht das Dreamcast-Pad hat, wo der Move nochmal angezeigt wird. Leaves, okay, jetzt müssen wir den Baum so oft hauen. Das war eine tolle Szene, die gab es in diesem einen Trailer, der schon recht früh für Game-Trailer gewesen, natürlich, aber... Ich muss die Tasse, kann ich bewegen, die macht meine Magie. Ich kann sie einfach in die Hand nehmen und schon... Nein, warte kurz. Okay. Die Tasse ist exakt an dem Punkt geblieben, der Tisch hat sich bewegt. Habe ich mich verkalkuliert, aber der Move an sich, die Theorie funktioniert, hast du ja gesehen. Ja, habe ich gesehen. Und wir brauchen vielleicht einen neuen Tisch. Notiz an alle anderen, Tisch kaufen. Okay. Treten oder schlagen? Treten oder schlagen, die Frage. Achso, schlagen, warte mal. Wir können auch treten. Ich muss dann auf den Level unten achten, dass der... Bam! Gelb. Gelb ist wichtig. Okay. Okay. Immer im gelben Bereich. Looking good.
Okay. Das ist ein schönes Bild auch mit den Blättern. Das ist ja wie so, weißt du, eine Transformation. So der Baum wird langsam aber sicher zu einem hässlichen Gerippe. I've got the hang of it. Und bedeutet, dass man selbst aber wird stärker durch ihn. Man saugt seine Stärke und Jugend in einen auf. Ich frage mich, ist das so eine Analogie dafür, wurde ich von irgendjemandem gehauen und meine Haare sind nach und nach ausgefallen? Dann dort am Boden. Nein, Gregor, du hattest einfach nur Pech. Ich hatte genetisches Pech, habe ich gehabt. Pech ist Pech. Guck dir Michael Jackson an, der hatte auch Pech und dann keine Haare mehr. Das stimmt, der hatte auch Pech und keine Pigmente mehr. Der hatte verdammt viel Pech in der Hinsicht, also muss man jetzt auch mal sagen. Bam! Nee. Man kann es nicht... Wechsel doch mal auf den Tritt. Ich würde gerne mal wissen, wie der Tritt aussieht. Ich muss beide, glaube ich. Oh nee, doch nicht mit dem Knie gegen den Baum. Nee, ich muss nach vorne plus Punch und Tritt machen, damit das funktioniert. Yes, this is good. Knapp. Man weiß nie, wie hoch das Ding da unten geht. Ich kann mir richtig vorstellen, wie so ein Baum im Park beim Psychiater steht und dann sie sich einfach mal ausheult. So traurig. Ich werde den ganzen Tag begrabbelt und dann gehauen. Ja. Außerdem hasse ich Vögel. Aber sie sind immer da wegen der Würmer. Und Würmer hasse ich auch. Oh, ja. Und dann war da dieser Japaner eine halbe Stunde auf mich eingehauen, bis ich eine Glatze hatte. Ich stell mir gerade so einen kleinen Baum mit Polizisten-Outfit, der daneben steht und die Zeugenaussage aufnimmt. Der aber ultra lang braucht, weil so langsam aus dem Boden rauswächst. Ja, das dauert halt so 3-4 Jahre. Oh, geil. Erzählen Sie mir, was haben Sie gesehen? Ach, schon so lange her. Ja, einmal habe ich es erwischt. I'm getting it. Eigentlich absurd, wie lange das dauert. Das ist immer dieselbe Animation, ein bisschen gerieselt. Mach's einfach mal 20 außerdem, Mal. Außerdem, du lernst überhaupt nichts dadurch, weil gerade das Timing jetzt hier, es ist zufällig wird's gewählt, wie viele Punkte das unten dann voll bekommt. Es geht nicht einmal komplett voll. Manchmal hast du nur ein gelbes. Ja, du musst die Reaktion halt abschätzen. Wann wird's gelb und dann schnell drücken. Ja. Ach, du machst das schon. Bist noch fast fertig. Das war's, oder? Nee, eine noch. Obwohl ich glaube, in meinem hohen Alter bin ich eh nicht mehr gut geeignet für so Kurzschlussreaktionen. Oh, komm! I can do more than this. Oh, yes! Das ist er! Gänsehaut, super. You have an aptitude for the move. I was not mistaken. Solange man nicht schnell drücken muss, ist alles gut. Your promise. Tell me about the wudu. Every day without neglect to keep training. That is one of the wudu. Gone. Ist Gone nicht der kleine Drache aus Tekken 3? Ja, denke ich auch, der kleine. Der am Ende so einen Loop hat, wenn er gewinnt, wo das Video immer wieder neu immer wieder von vorne anfängt. Ja, auch geiler Move, ne? Er bewegt sich kein bisschen. Nicht ein bisschen Kraft, sondern... Und jetzt massiver Haarausfall. Das ist Sterben des Baumes eigentlich. Aber bestimmt gibt es dann irgendeinen Martial Arts Film, wo diese Szene zitiert wird oder sowas da draus. Das ist schon mal geil gewesen als alten Bruce Lee Kiddie Fan von mir, der ich da ausgewählt habe. Sowas Punch, so BAM! Eben. Das hast gesehen, dann machst du so und dann ist die Geschwindigkeit wohl wirklich eine. Ich glaube, ich könnte es auch. Dann draußen schreiben. Ich könnte es auch. Ich schwöre, wenn wir jetzt hier einen großen roten Baum hätten, würde ich dir den umhauen. Yes? Ist das so wie mit George Washington? Der einen Kirschbaum haue ich um, ja, aber Kumquats nicht. Pam! Wir stehen im Lotus-Park. Ja, da waren wir doch gerade. Nee. Der kann gar nichts. Tolle Hand übrigens, schau dir die an. Bisschen eckig. I see. Seine Eltern waren ein Bagger. Weißt du, wen wir auch fragen können, ob da noch mehr Martial Artists da sind? Mal sehen, ob sie zur Tür geht, aber dieses alte Vibe dort in den Apartments, bei den Jan Tin Apartments. War's das denn? Stimmt. War's? Nee, da war es nicht weit weg? Da bin ich schon zu weit. Es ist so spät abends. Ich glaube, wir müssen eigentlich pennen und dann. Ja, aber wir haben ja bis 23 Uhr Zeit. Ach, bis 11? Okay. Ja, also es ist ja erst 8:30. Weil wir über See sind, weil die Haushälterin uns nicht heimrufen und ermahnen kann. Genau.
also wahrscheinlich wird sie irgendeinen Weg finden, anzurufen, obwohl es damals noch keine Handys gab. Rayo macht Party, heute bleibe ich bis 11. Ja, oh! Niemand kann mich stoppen. Bis 5 nach 11 vielleicht sogar. So. Die schläft bestimmt schon. Oh, das war klar, dass sie nicht da ist. Nochmal. Wir haben aber noch einen. Wir haben ja einen, den wir noch nicht gefragt haben. Genau, aber der Tempel hat schon zu wahrscheinlich. Wir gucken mal. Vielleicht ist er gerade... ist mir aus, schon oft passiert, aus Versehen Treppe raufgelaufen. Wir können ja mal schauen, ob der Tempel schon dicht gemacht hat. Kann ja sein, dass der Meister hat gerade ausgekehrt, ja, und schließt gerade den Tempel ab. Und macht sich dann auf den Weg nach Hause. Mal sehen, kann ich mich denn noch erinnern, wer die Voodoos, ich will immer Voodoo sagen, aber Voodoo sprechen sie es ja aus. Aber Voodoo ist ja auch was anderes. Ich glaube, so ganz grob habe ich es noch im Kopf, wo wer was gewesen ja, ist. Aber die Chinesen, die klauen ja alles. Das ist ja auch den Voodoo. Auch den Voodoo. Das ist wirklich unglaublich. Got the funky, funky flow. Nee, schon wieder falsch. Ah, ja. Da ist der Park. Rechts vom Park. Oh, wie war das? On the flea market so early. I've been here since my mother was a baby. That's because the rhythm is slow. Oh, slow. Slow. Nein. In the rain or in the snow. In the rain or in the snow. Got the funky, funky flow. Got the funky, funky flow. Got the funky, funky flow. Blow. Ach, Memories von Nerds. Sehr schön. Ganz traurig. Wir haben, das ist ja auch schon ewig lange her, dann das Ding ja mal ausgegraben, Parappa the Rapper, ne? Für ey, das war zum Kotzen. Folge 20, irgendwie so schwer. Guck mal, es ist wirklich so schwer, man hat es echt schwer in Erinnerung und es ist noch schwerer geworden. Ist das eines der schwierigsten überhaupt? Okay. Kennst du jemanden? Are you the master here? Yes, my name is Zhou Shen Xuan. Warum auch nicht? Please tell me about Wudu. There is a natural order to things. Give me your reason first. Hier, ich hab sogar 4, 5 gute Gründe. Mund, ey. To meet another master. Sehr creepy. Your eyes tell me that you are serious in your plight. But I am not qualified to tell you about Wudu. Du machst das alles mit dem Kiefer nur. Das Geilste ist, der Bart bleibt unten fast komplett starr, aber da oben bewegt er sich. Das heißt also, sein Bart drückt dagegen. I have ruined a man's life. Was? Was für ein Confession? What do you mean by that? There is a street performer in the Golden Quarter showing off martial arts. A street performer? He was my disciple, but I expelled him. It is all my fault that he has fallen onto the wrong path. Oh nein. A man who could not even lead his disciple has no right to talk about Wudu. Aber Glück gehabt, dass einfach ein hergelaufener Fremder dann gleich hier die Confession dann hier mitnimmt. Ja. Das wäre auch viel zu aufwendig, dahin zu fahren. Das ist sicher eine Busfahrt weit weg. No. Den da hätte ich gern. Was kostet der? Kriegt den auch. Den da auch raus, ja wie im Süßigkeitenland, den nicht mehr. Die haben schon alt. Die ist schon zu alt. Die sind schon zu alt, ja. Hier, kannst du mir. Excuse me. What can I do for you? Küss mich, du Schuft. Excuse me. Er hat gar nichts. Oh, doch. Street Performer. Street Performer, also Golden I'm Quarter. For a street performer. Wahrscheinlich sagen. How do I get to the Golden Quarter? Go out and go right and then ask again. Ich weiß, wo das Golden Quarter ist. Da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht direkt durchfragen, aber wir können dann einmal hier auch auf die Map drauf schauen. Das Golden Quarter war immer einer meiner liebsten Parts hier, weil dort ist das Vergnügungszentrum. Ist das Einkaufscenter oder das ist das Einkaufscenter, wo da noch die Spielhalle nebendran ist und der Tomato Store zum Beispiel. Ich glaube, man kommt hier auch zum Golden Quarter. Man sieht, ja, hier Aberdeen, das war der Hafen, wo wir hergekommen sind. South Main Quarter war, wo der Opa war. Und hier oben ist am Come Over Guesthouse direkt das Ding vom Golden Quarter. Das heißt, wir müssen also. Von, oh Gott, wie rum steht das? Da, nee, oh Gott, guck nochmal. Nee, guck mal, es ist, unten ist die Karte umgedreht. Na, siehst du? Dieser Bogen unten, der dort gezeigt wird, der ist da komplett auf dem Kopf. Okay, also jetzt nach links und dann links und dann wieder links, oder? Also in diesen Haken unten links da rein, okay. Oh, da ruckelt sogar ein bisschen. Übrigens, wenn ihr euch fragt, wie hat das damals ausgesehen? Nicht so. Es hat damals, waren weniger Leute auf den Straßen unterwegs, also auf der normalen Xbox. Mhm, auf dem Dreamcast. Und es hat geruckelt. Wenn man durch manche Ecken ist. Und dass es hier immer noch ruckelt, ist wirklich faszinierend eigentlich, liegt aber an der Portierung. Es kann durchaus sein. Also auf jeden Fall die Dreamcast-Fassung, da hat man gemerkt, der ist schon auf dem letzten Loch gepfiffen. Irgendwann mal.
Und speziell hier gerade die Kampfs- oder die Kampfschule, da wo wir viele Leute auf einmal haben, die sich bewegen, das war so fast im einstelligen Bereich, was so die Frames angeht. Und da habe ich so ein bisschen Angst gehabt, dass das Ding hier gleich plopp und dann ich gebe auf, so eine weiße Fahne rauskommt. Ja, rauskommt. Die war ja eingebaut. Also Sega hat ja eine kleine weiße Fahne in jedem Video eingebaut. Ja, einfach Performer. Hier sieht man es auch. Au, Autos waren zu viel. Und wenn man hier ist, Yuzuki, wir können nicht noch Autos. Doch, Autos! Oh, wir brauchen noch mehr Autos. Und LKWs. Guck mal, wie aufwendig das da designt war, wir können da nicht hin. Ja, so, das war immer, man kommt wirklich der erste Moment, man kam raus und dachte, was, da kann ich überall hin und dann, ah, nee, doch nicht. Also hier könnte man die Orte gesucht, wo man rein darf. Exakt, ja. Hier könnte man Slot spielen, wenn man will. Ja, nee, wir suchen ja den Street-Performer. Wir gehen einmal kurz, weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt schon das Einkaufszentrum zu ist, um 9 Uhr irgendwas. Ja. Oder? Nee, closed. Nee. Okay. Golden Shopping. Dann können wir noch irgendeinen Kram machen. Kurz Spielhalle oder so, bis wir, wir müssen aber irgendwo am nächsten Tag dann wieder da sind. Irgendwo noch was verchecken, damit wir ein bisschen Geld haben für die Spielhalle. Stimmt. Ja, hier ist wahrscheinlich jetzt nicht direkt ein Pornshop. Ein Pornshop wäre wahrscheinlich dort. So. Auch zu? Oh, ist das die Spielhalle? Nee, die ist daneben, ne? Da ist sie. Ich glaube, das ist alles dicht. Nee, das sind alles auch Juwelierläden und keine Spielhallen. Aber das ist ja nur einer der... Oh, wir haben keinen Ton, stimmt. Das höre ich, kriege ich gerade signalisiert und ist auch korrekt. Ich rede mal. Doch. Nein, da ist im Spiel kein Ton, keine Sorge. Ja. Alles richtig. Also ich höre... Spiel ist einfach scheiße. Wir reden mal ein bisschen. Ich glaube, im Spiel hat man nichts gehört. Ja. Aber hier geht's ja. I think you should try asking some locals. Kommt der Ton jetzt an? I see. I'll try asking. Sollen wir mal gucken? Tatsächlich, so die Surround-Geräusche sind sehr, sehr leise hier. Man hört auch keine Schritte von Rio oder so. Kann auch manchmal passieren, dass sowas einfach beim Lesen des Levels vergessen wurde. Ja. Habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Übrigens auch hier, für die Leute, die geschichtsinteressiert sind, das ist das britische Konsulat. In Hongkong. Hongkong war ja zu der Zeit, wo Shenmue spielt, noch unter britischer Herrschaft. Dann ist ja 97 dann wieder an China zurückgegangen. Also hat man hier noch einen strange Mix. Oh, Tomaten. Da kannst du dich noch an unser Losglück. Die hatte keinen Kopf. Die hatte keinen Kopf. Geister bei Rocket Beans. Nein, Game One. Geister bei Game One. Ich will diesen Frau ohne Kopfgesicht. Ich will diesen Screenshot dann nochmal sehen. Da, jetzt hat sie einen Kopf. Wo sie reingeht, hat er keinen Kopf gehabt. Du kannst dir sicher, der Screenshot ist total verwaschen und ein bisschen grau mit so ein bisschen Doppelbelichtung. Man kann es gar nicht genau erkennen, aber wenn du genau hinguckst, siehst du, die hat keinen Kopf. Mhm. Aber jetzt können wir immerhin uns mit einer weiteren Japanerin anwandeln hier. Natürlich, wir sollten immer von allen Frauen direkt Fotos machen. Für später, wenn wir daheim sind und einsam. Internet gab es da ja noch nicht. Ich denke, die ist aber hoch. Machen Sie über den Knopf aus, es ist warm hier. Ja, ist ein bisschen. Es sind draußen bestimmt so 2 Grad plus oder so. Da muss man. Ich kann das doch sehen sogar. Also, bist du zufällig Japaner? Ja, ich bin gerade nach der Highschool hergekommen nach Hongkong, um meinen Traum zu verwirklichen, hier im Tomato Store zu arbeiten. No. Nein, ich bin ein Hallodri. Okay. Yeah. Auch sie. Hey, bist du Japaner? Ich bin gerade hier Studentin, ganz alleine und einsam. Wir reden später bestimmt mal. Gotcha. Nur mal ein bisschen, ich muss mal ein bisschen angucken. Gregor, du alter Lustmolch. Was? Die ist vielleicht, virtuelle 17 oder 16. Du musst immer davon ausgehen, du spielst ja auch einen virtuellen 16- oder 17-Jährigen. Sind das Kondome da unten? Riplo? Sicher. Oh, Musikkassetten gibt's wieder. Kann man mal gucken, was da drin ist? Ah, Textur, lade, nee, die lädt gar nicht erst, da gibt's keine bessere Textur. Schade. Ja, sind es wieder so Flower Girl, erkenne ich, Antiquity. Ja, wir werden sicher nochmal welche uns angucken. Und Riepler sind was da unten. Was ist für Fashion? Best Shopping, wir wollen auch nicht das Mediocre Shopping haben, sondern nur das Best Shopping. Fashionable Clothes, Fashion Boutique. Alles nur Fashion, Fashion, Fashion. Na gut, brauchen wir nicht. Keine Eiscreme kaufen können. Oh, geh raus. Dame. So, Gott, das hat mich echt ausgefreakt mit dem Kopf. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Aber guck mal, jetzt lädt die Musik auf einmal, ne? Jetzt hören wir auch Umgebungsgeräusche, da war irgendwas nicht richtig geladen anscheinend. Was wollen wir denn nun machen? Wollen wir warten? Wir müssen ja eigentlich nach Hause. Wir könnten eigentlich genauso gut ins Come Over Guesthouse, dann müssen wir aber morgen früh dann nochmal den Job machen.
sozusagen. Nein, echt? Ja, wir müssen jetzt, ich glaube, den Job so oft machen, bis wir die 4 Voodoo durch haben. Erst danach brauchen wir nicht mehr Kisten schleppen. Oder eventuell sagt uns Joy, ach, mach, was du willst. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Nee, es kann sein, dass man das jeden Morgen machen muss, um seine Schuld irgendwie zu bezahlen. Ah, ist hängen geblieben. Kann das sein? Ist wirklich hängen geblieben. Ich habe nichts gemacht. Hier ist hängen geblieben. Bitteschön, hängen geblieben. Ah, nee, man hört was. Da muss es ja eigentlich... Läuft es noch oder ist das Bild irgendwie... Oh nein. Auch die Karte, ja? Bei euch? Ja. Oh, shit. Oh, shit. Und wir haben natürlich nicht gespeichert. Natürlich haben wir nicht gespeichert. Oh, die blöden Wuts. Weil wir so kurz... Wir waren kurz davor abzuspeichern. Wie lange haben wir denn heute schon gespielt, wer der Regie? Achso, auch alleine für dieses Video jetzt hier? Ja, ich glaube, wir müssen mal diesen Part leider ein wenig vorzeitig beenden und dann uns vorbereiten für den nächsten, dann nochmal zu der Stelle hinspielen. Xbox, du hast uns im Stich gelassen. Ja. Dann moderiert es irgendwie nochmal an. Ja. Wir sind hoch ertraurigt, nicht erfreut, wegen der Tatsache, dass die Xbox uns ein wenig im Stich gelassen hat. Das Spiel ist leider eingefroren. Und wir haben nicht gespeichert, nicht mal ansatzweise. Dass wir auch denselben Fehler bei jedem Scheißspiel, bei jeder Scheißreihe, die wir starten, in jeder blöden Rubrik immer und immer und immer wieder machen. Wir waren kurz davor abzuspeichern. Der Tag wäre vorbei gewesen. Jetzt wären wir eigentlich zurück zum Kambower Guesthouse. Aber das dauert doch eigentlich, man kann doch sogar beim zweiten einfach so abspeichern. Ja, genau, stimmt. Man kann einfach so abspeichern. Man kann ja, wir müssen uns das, glaube ich, regelmäßig dann einmal einführen. Aber aus diesem Grund wollen wir dann die Zeit dann dazu nutzen, einmal wieder zu dem Spiel hinzuspielen. Da müssen wir den heutigen Teil aber mal ein klein wenig vorzeitig beenden. Dafür machen wir beim nächsten ein klein wenig länger. Dann. No? Na gut. Ein paar Minuten. Macht ruhig mal was mit der Zeit. Überlegt euch, 10 Minuten hätte ich jetzt hier gesessen. Geht vielleicht mal raus. Es war wahrscheinlich wunderschön und wird nie wieder so schön wie heute. Und dann denkt ihr euch, Mensch, der Gregor und der Simon, die haben aber echt Glück gehabt. Oder wir überbrücken dann die Restzeit mit Performance-Kunst oder sowas. Nein, ich kann nur immer wieder den Aufzug oder die Treppe hinterm Sofa machen. Aber das ist in mindestens 30 Sekunden ist es dann... Aber immerhin hast du schon mal 30 Sekunden damit gegessen. Du willst sie jetzt machen, oder? Das, ich kann sie ja nicht. Wo bist du hin, Gregor? Geh mal, bring mir ein Bier mit. Ich bring dir mal ein Bier mit. Oh, schön. Hast du nicht zufällig im Keller auch ein Kanu gefunden? So ein altes Kajak? Weißt du nicht, wie das geht, oder was wolltest du da gerade machen? Oh, ich bin ausgerutscht. Du bist der Einzige, der sich beim ja. Das Beste ist, wenn ich diese Treppensteige nochmal habe. Okay, ich bin unten, aber der Hut kann man noch sehen. Was habe ich denn hier? Oh, Schepper, ist leider nichts mehr drin. Ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wenn ihr das jetzt gesehen habt und nicht rausgegangen seid, dann könnt ihr euch jetzt ganz schön doof fühlen, weil ihr hättet lieber rausgehen sollen. Könnt ihr dann. Schaltet ab, macht was Tolles, guckt auf gar keinen Fall irgendwelche anderen YouTube-Videos an. Ja, das sind auch die schlimmsten. Man weiß nie, was man kriegt. Eben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und es tut uns leid. Es tut uns wirklich sehr leid. Die Konsole ist schuld. Packen wir wieder ein. Wir hauen schon mal ab, bevor der Shitstorm losgeht. Ja. Packen wir schon mal alles ein. Einmal alles ein. Hier vielleicht noch das Getränk. Das offene Getränk vielleicht direkt noch auch zum Dreamcast legen. So. Na, hauen wir mal ab. Wo geht's hin? Wo kann es so einen Shitstorm nicht erreichen? Eine kleine Insel auf Maui. Golden Market Quarter? Oder? Genau. Wir gehen jetzt nämlich direkt hier... Haben wir eine Karte, können wir direkt nach Japan und Shenmue in echt nachspielen. Eben. Wir brauchen das nicht. Ich suche mir jetzt einen Baum, auf den ich einhauen kann. Oh, so. Ist die Gemächtkamera nur noch. Ja, ist es die hier? Sehr gut. Ich glaube, die Tasche scheppert ein wenig. Oh Gott. Okay, warte, ich habe noch was. Es lohnt sich, wenn ihr kurz noch dranbleibt. Ja. Es wird ganz groß. Hier ein Besen. So. Jetzt, das muss aber auch jetzt reichen. Da bin ich. Das ist ganz schlecht. Dies wird wohl das schlechteste Video, was es je gab. Das allerschlechteste.